Willkommen zurück zur Folge 12 von Vampire's Dawn 2, was bisher geschah. Nach den Strapazen der letzten Tage gilt es jetzt erst einmal ein wenig zu relaxen. Die Nacht ist aber nicht ganz so erholsam. Für Vampire sind Särge nun mal die erste Wahl, nicht weiche Federbetten. Valnar träumt derweil von Vincent Waynard. Das ist insofern bemerkenswert, da Vampire eigentlich nicht träumen können. In Folge macht sich Elaine große Sorgen um ihren Freund, während Jinnahi und Asghar das tun, was sie immer tun, irgendwelche zwielichtigen Pläne schmieden. Jinnahi wiederholt das, was er vorletzte Folge bereits gesagt hat. Wir müssen die neuen Steintafeln erobern, um die alte Welt wiederherzustellen. Wahlweise mit Söldnern oder einer Vampirarmee. Doch bevor wir überhaupt an Eroberungen denken können, müssen wir uns erst einmal den Weg nach Syras bahnen und Steuern eintreiben, sowie den Anführer der Diebe finden, der einige Zauber in seinem Besitz hat. Blöd nur, dass ein strombergförmiges Monster auf der Brücke lauert und die Flussüberquerung behindert. Da kennen unsere Vampire nur ein Mittel, Gewalt, und dann betreten wir Syras. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich befinde mich im Dorf Syras und diese Folge soll sich ganz darum drehen, dieses Dorf eben mal zu erkunden. Ich kann nicht dafür garantieren, dass viel, was ihr in dieser Folge sehen werdet, kanonisch sein wird. Aber wie immer seht ihr in der Description oder hier am unteren Seitenrand die entsprechenden Sprungmarken. Für all diejenigen, die über die YouTube-Fernseh-App dabei sind, möchte ich mich hier entschuldigen. Da habe ich euch keine Möglichkeit, das zur Verfügung zu stellen. Ich würde sagen, wir machen genau das, was ich angekündigt habe, hier ein wenig zu erkunden. Jede Menge Bücher über alle Arten von Waffen. Hier steht beispielsweise drin, dass viele gute Waffen aus dem Edelmetall Eldium gefertigt werden. Interessant. Jede Menge Bücher. Ah, ja. Okay, fantastisch. Ja. Folge 12, jetzt inzwischen von Vampire's Dawn. Es geht recht fix voran. Bisher ist das Spiel relativ linear. Das wird sich zweifellos irgendwann ändern. Ah, es ist, also das ist ja, glaube ich, das Schwert, das sieht genauso aus, glaube ich, wie das, was dann zerbrochen ist. Und soll das einen Helm darstellen? Wenn ja, das war was für Asghar. Also richtig fies und mit so einem Janus-Gesicht. Ja, interessant. Hier ist eine Säge. Ja. Aber sehr viel Liebe zum Detail. Das hier sind die privaten Schlafgemächer, scheinbar, der Ladenbesitzerin. Trank der Ewigkeit erhalten. Fantastisch. Sehr schön. Ich rede mit ihr. Julira, guten Tag, was möchtet ihr kaufen? Ganz viel. Es gibt Holzstab und Holzknüppel, aber das können wir nicht ausrüsten. Stattdessen gibt es einen Lederhelm und da würde ich mal sagen, davon kaufe ich mal zwei, einfach um, weil das das bessere Mittel ist jetzt gerade im Moment. Und eine Stoffrüstung für beide, für alle eigentlich, weil das für alle gut ist. Das heißt, 200 Fila jetzt auch schon gesnatcht. Sehr gut, Valnar darf das Ganze... Oh, Verdammnisklinge. Artefakt, Schwert mit 8 Aushöhlungen. Okay, Verdammnisklinge 1, ich verstehe. Das hatte ich damals nicht ausgerüstet. Sie haben ja gesagt, dass bestimmte Artefakte auch negative Folgen haben können. Ich nehme aber an, dass die Verdammnisklinge eine ist, die ich erst leveln kann. Und dann am Ende ist die Verdammnisklinge gut, hoffentlich. Ich werde mal sehen, ob mir das jetzt meine Party ordentlich zerlegt. Lederhelm. Ja. Ich könnte das rostige Schwert ansonsten noch nehmen. Nein. Aber mal kurze Frage. Was bist du eigentlich für ein Laden, wenn du stumpfe Krallen und rostige Schwerter verkaufst? Da würde ich mich persönlich jetzt mal ein bisschen als Kunde verarscht vorkommen, dass hier mindere Qualität an den Mann oder die Frau gebracht wird. Ich lasse das rostige Schwert mal. Kann ich den Lolli verkaufen? Ja, immerhin 10. Weiß nicht, vielleicht kann ich den dann doch irgendwann nutzen. Vielleicht hat das Kind ja die Weltumformung überlebt. Wer weiß es denn? Habe ich sonst nichts ausgerüstet? Okay, gut. Aber ich kann ihre Gedanken lesen. Ah, werte Kundschaft. Die werden meine Waren sicher zu schätzen wissen. Ja, deine stumpfen Krallen und dein verrostetes Schwert. Ja, top. Der letzten Schund hier, der vom Lastwagen gefallen ist. So. Abgefahren. So, Lidle, jetzt mal Sie ansprechen. Hey, euch kenne ich ja noch gar nicht. Wir sind ja auch neu hier. Na, solange ihr euch von Stan fernhaltet, könnt ihr eine schöne Zeit in Syras haben. Stan, wer ist das? Besser, ihr wisst es nicht, er ist durchgeknallt. Wo finden wir diesen Stan? Weil durchgeknallt, da beinahe sofort gehen die Alarmglocken hoch und sagt, das ist jemand, mit dem ich mich gerne unterhalten möchte. Der ist auf einer Wellenlänge mit mir. Nein, ich will euch das nicht sagen. Er soll nicht noch Kundschaft bekommen. Kundschaft, also er wird scheinbar irgendwas verkaufen. Deine Haare sind hübsch. Lügen.
ich lüge sie mal an. Also ihre Haare sind dann scheinbar nicht hübsch, denkt Beine. Deine Haare sind hübsch. Also so naiv bin ich nun auch nicht. Eure oberflächlichen Komplimente könnt ihr euch sparen. Ja, okay. Oh nein. Oh nein. Jesus. Ja, Mann. Jetzt bin ich auch mit der Hose irgendwie hängen geblieben im Stuhl. Das ist ganz furchtbar. Jetzt passiert alles gleichzeitig. Ja, ich weiß. Dann eben nicht. Besser so. Er ist verrückt. Weil ich mache jetzt nämlich Folgendes. Gedankenlesen. Vielleicht finde ich darauf einen Hinweis. Diese Fremden sehen aber ein wenig blass aus. Hoffentlich sind sie wenigstens freundlich. Diese eklige Schweine von letzter Woche. Waren furchtbar. Ich kann diese schmutzigen Witze einfach nicht leiden. Okay, also ist jetzt die Frage, gebe ich ihr jetzt diese 50 Fehler? Lohnt sich das oder lohnt sich das? Ich würde sagen, ich gebe sie ihr mal. So, jetzt müssen wir nämlich nochmal diesen unskippbaren Dialog skippen. Und dann funktioniert das. Ja, Stan ist durchgeknallt. Ich weiß es, Frau mit Rock. Was ist für eine Bezeichnung überhaupt? Okay, 50 Fehler? Na fein, einen merkwürdigen Laden südlich von hier. Verkauft Särge, gruselig. Danke für die Information. Ihr solltet euch wirklich von diesem Irren fernhalten. Hat mir jetzt wahrscheinlich überhaupt gar nichts gebracht, aber ein bisschen investieren vielleicht, dass sie auch mal vielleicht Frau mit anderen Rock sein kann. Was ist das für eine Bezeichnung? Ich bin eine Frau mit Rock. Schlafmittel erhalten, na sichi doch. Geheimnis gefunden. Das ist aber auch jedes kleine Pflänzchen, da kommt man nicht drüber, wenn man Vampir ist. Wahrscheinlich so ein Anti-Vampir-Spray, so imprägniert. Eine Katze. Aska, na? Na, Aska! Oh, jetzt habe ich das Menü aufgemacht, das tut mir leid, das weiß ich nicht. Super, wir haben eine Katze gefunden. Wir erinnern uns, Aska hat auf jeden Fall negativ reagiert auf eine Katze in Vampire's Dawn 1. Ja, ich lasse es sein, ich weiß es, ja, aber es ist so verlockend. Hä? Achso, da komme ich her, meine Güte. Nur ein bisschen Objektpermanenz haben, ist auch nicht verkehrt. Grüne Haare, hallo. In was für einer furchtbaren Zeit leben wir nur. Das klingt aber nicht gut. Was kann man wohl sagen, meine armen Schafe verschwinden nachts, eins nach dem anderen. Diebstahl? Ich fürchte es, diese verfluchten Diebe, ich hasse sie. Sollen wir uns vielleicht mal bei eurer Weide umschauen? Das würdet ihr für mich tun? Na klar! Also ja, also meine Schafe befinden sich auf einer Weide gleich nördlich von Syras. In der Nacht verschwindet eines, doch wenn ich meinen Schäferjungen Wache schieben lasse, passiert rein gar nichts. Aber außerdem will niemand diesen Job machen, da kann er auch nicht Tag und Nacht arbeiten. Da das Ganze nur bei Nacht passiert, schätze ich mal, dass es sich um elende Diebe handelt. Ich wäre froh, wenn ihr die Sache aufklären konntet. Wir schauen uns dann besser mal auf der Weide um. Oh, die Musik stoppt. Aber sie geht wieder los. Einige Bücher über die Zucht von Schafen. Weil jeder NPC genau einen Zweck hat. Schafzüchter, Schafe, Punkt. Aber er hat eine Katze. Diese Katze bewacht hoffentlich nicht das, was hier unten sich befindet. Ah, wir haben ja ein Untergeschoss. Und hier ist Jaina. Nein. Ein bisschen ausrauben hier. Ich bin ja so ein bisschen leere Flasche halten. Siehst du mal? Wenn es sich nicht lohnen werde, würde ich es nicht tun. So, dann Jaina Light. Sag mal, könnt ihr Stan genauso wenig leiden wie wir? Stan? Diesen dummen Sackverkäufer. Er hat sein Geschäft südlich von ihm. Da hätte ich die Information, die mir die Dame mit dem Rock gegeben hat, hier auch kostenlos bekommen, ne? Was hast du gegen ihn? Er ist verrückt, unausstehlich und einfach jemanden, den man nicht leiden kann. Er nervt. Ach, so schlimm ist er doch sicher auch nicht. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr bestehlt ihn und bringt mir sein Geld. Wenn er pleite ist, muss er sein Geschäft bald zumachen und verschwindet dann hoffentlich. Nein! Der Kerl ist aber nicht anders verdient. Seine Art ist unausstehlich. Warum soll ich den bestehlen? Der verkauft doch Särge. Ich brauche doch Särge. Ich bin doch Vampir. Hier stehen Bücher mit Titeln wie Der vertuschte Mord, Wie man anderen ein kurzes Leben beschert oder Kleine Giftmische. Da hat wohl jemand etwas vor. Die möchte unseren lieben Stan doch auf dem Gewissen haben. Also ich, Stan, es gibt doch diesen gebrauchten Bootsverkäufer, heißt er nicht auch Stan aus Monkey Island? Wenn der genauso ist, dann ist das mein bester Freund. So, dieses Haus habe ich erkundet, abgehakt. Ich würde sagen, Stan ist auf jeden Fall ein bunter Hund hier in der Stadt. Hier kaufe ich mir dann 78.000 Pfund Verbände. Hier ist ein Hund. Wuff. Ein Hund und ein gut frisierter Mensch. Wuff. Der mich hier durchlässt. Ja, alles klar. Wuff. Madonna. Hallo, schaut euch an.
Heilbalsam, Trank der Ewigkeit, Krankheitsinn, Fluchttrank. Ist das nicht verkehrt? Das klingt doch nicht verkehrt, erstmal. Und 3 Sonnenschutzmäntel. Na sicher. Na sicher, hole ich mir die. Das muss ja sein. Ja, also wir wissen, wie sinnvoll dieses Item sein kann. Und jetzt habe ich schon wieder keine Fehler mehr. Geil. Halt geringfügige Wunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Kommt bald wieder. Hier das, die Fehler links und rechts wegzuschütten. Ja, ist gut, Hund. Du musst nicht rhythmisch bellen. Doch? Okay. Fuck you. Was haben wir hier noch? Haben wir noch was? Eine Blutviole. Das ist einfach so, ich verstehe, das bringt jetzt keinen Fluss rein, aber es ist einfach so, nein, muss ja diese Items mitnehmen. Vollständigkeit, ihr wisst Bescheid. Das war's aber auch. Ich bin ja schon raus. Keine Sorge. Hier geht's rein. Zack. Ja. Syras ist auf jeden Fall eine kleine Stadt. Also hier mit irgendwie mit. Aha, wen haben wir denn hier? Ist das der Dieb? Ich würde sagen, ihn mache ich zuletzt, weil er sieht mir aus wie ein Dieb. Und ein Dieb ist ja das, was wir suchen. Und das heißt, dann könnte es unverhofft mit der Story weitergehen und alle explodieren, sterben oder machen sonstige Späße. Okay, südlich hat er gesagt, dass Stan ist. Aber das ist ja nicht Stan, sondern das geht's hier noch weiter südlich. Was ist mit ihm und hier? Oh, willkommen in Syras, Fremde. Ich hoffe, ihr genießt unsere entspannte Lebensweise. Ja, ziemlich nett hier. Wenn wir nur keine Probleme mit Dieben hätten, wäre das Leben hier wirklich perfekt. Diebe? Hilfe, sorry. Ja, leider gibt es hier ab und an kleinere Diebstähle. Bisher konnte noch niemand den Dieb überführen. Ich bin allergisch gegen Diebe, merkt ihr. Aber zum Glück sind es nur kleine Dinge, die gestohlen werden. Ein wenig Fehler hier, ein paar Heiltränke dort, aber es summiert sich halt. Na, wenn wir den Dieb finden, werden wir ihn schon zur Rechenschaft ziehen. Oder rekrutieren. Na, viel Glück bei der Suche. Ist lieb von Ihnen. Hier gibt's eine Kneipe, hier gibt's Spirituosen. Oh, zeig mal, Mass Bier. Na, sehr. Also, sogar animiert. Hier ist ein Buch über die berühmtesten Biersorten der Welt. Und was ist auf Platz 1? Natürlich Zephy Mikes Bier. Na, sehr. Auf Platz 1 liegt Zephy Mikes Edelbier. Danach kommt das Eberbier aus Syras. Auf Platz 3 ist das Dudelbier, ein Bier, das durch seinen hohen Gehalt an Alkohol und Kräuterzucker besticht. Also quasi Jägermeisterbier. So eine Jägerbombe. Warum nicht? Jägerbarm. Okay, aber die Kneipe, nur ein bisschen schön hier so. Ein bisschen. Was ist das hier? Hier steht ein Buch mit dem Titel Dreamland. Laut Buchrücken ist das ein echter Riesenerfolg. Das ist ein RPG-Maker-Titel ebenfalls. Na, abwarten lautet da die Devise. Auch ein Buch wird nicht über Nacht zum Riesenerfolg. Ja, also, Dreamland ist hinter Vampire's Dawn und unterwegs in Düsterburg. Womöglich sowas wie das drittpopulärste RPG-Maker-Spiel. Es ist ein Horrorspiel. Ja, es gibt verschiedene Versionen, auch da denkbar, dass das auf diesem Kanal irgendwann mal landet. So, Asgar, Klaviersolo in Schissmoll. Hier sieht aus, als könntet ihr einen guten Schluck gebrauchen. Hier in Syras gibt es das einzigartige Eberbier, eine wahre Köstlichkeit. Ach, ein alter Mann. Und was ist daran so speziell? Nun, es ist so stark, da muss man schon ein richtiger Eber sein muss, um nicht nach dem ersten Glas umzufallen. Bier ist widerlich. Elaine. So. Alle positive Emotionen gegenüber Elaine ist dahin. Ja, yeah, Frauen haben eben keinen Geschmack. Ich muss Sexismus-Keule abbekommen. Pass bloß auf, sonst willst du mich verprügeln. Dich könnte ich mit meinem Stab, mit einem Schlag ins Reich der Träume schicken, Mädchen. Dann habe ich Übung. Hier, mit seinem Stab. Kommt, wir gehen, sonst endet das hier noch in einem Blutbad. Dummer alter Sack. Elaine, ich weiß aber auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also ich meine, ne, diese Beleidigung, die danach kam, völlig unverhältnismäßig. Bin ich absolut auf deiner Seite. Aber ist es cool, zu jemandem an den Tisch zu gehen, der ein Getränk genießt und sagt, bäh, das ist ja ekelhaft, was du da trinkst. Also Elaine, da müssen wir nochmal drüber reden. Oh, dieses Bier ist wirklich eine Gaumenfreude. Ich freue mich schon darauf, wenn ich meinem Enkel zum ersten Mal ein Glas ausgeben kann. Ich weiß noch, wie ich damals von meinem Opa mein erstes Glas Bier bekommen habe. Das ist bedenklich. So, familiärer Alkoholismus. Er hat auf jeden Fall auch einen guten Zug drauf. Hey, ihr, findet ihr das Leben auch so widerlich? Klingt ja so, als hättest du wirklich große Probleme. Probleme? Dein ganzes Leben ist ein einziges Problem. Ach, da kann ich helfen. Meine Frau hat mich mit unseren Kindern verlassen. Sie meinte, ich trinke zu viel.
Ich höre nur dreimal pro Woche hier. Dann darf man sich nicht mehr bei einem leckeren Eberbräu entspannen, ausspannen. Ich verstehe mich auch nicht. Am besten, ich trinke mich bewusstlos, dann vergesse ich meine Sorgen. Alkohol, der große Problemlöser. Ja, nee. Richtig einen wegschnacken, so. Hinter die Binde kippen. Richtig mal den Gaumen hydrieren. Die Leute wissen, was Sache ist hier. Diese elende Schlampe. Nur weil sie mich mit Lilly und einem Bier erwischt hat, dreht sie sich gleich durch und verlässt mich. Diese verdammten Frauen. Mikrofon klippt. Hallo, kann ich euch etwas bringen? Nein, eigentlich schauen wir es nur ein wenig um. Ja, aber natürlich, hier im grasenden Hirsch, darf sich jeder umschauen und sich gemütlich machen. Wenn ihr was trinken wollt, gebt einfach Bescheid. Jetzt kein Spruch, Asger. Was, wie kommst du nur darauf, dass mir zu trinken irgendetwas Zynisches einfallen würde? Sowas wie, noch ein Satz und ich trinke dein Blut. Weiß nicht, vielleicht so? Meint sie das? Ist das so das? Das ist heute wieder ein schöner Umsatz. Wenn das im Monat so weitergeht, kann ich endlich bald eine zweite Kneipe aufmachen, damit weiter expandiert, bis ich endlich nicht mehr arbeiten muss. Das ist doch vernünftig, ein bisschen Kapitalismus hier. Sie trinkt auch, aber sie trinkt alleine. Sie hat natürlich keinen Bock, mit den beiden sexismusgeübten Menschen da am Tisch zu sitzen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ist mit dir? Ja, was gibt es? Wir wollten einfach mal ein wenig mit dir plaudern. Worüber denn? Ob du vielleicht irgendwelche Neuigkeiten gehört hast? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass der verrückte Stan noch immer sein Geschäft betreibt. Stan. Er verkauft Särge in seinem Geschäft südlich von hier. Ja, deckt euch doch ein. Ja, sollten wir mal vorbeischauen und uns drei richtig knackige Särge organisieren. Asuka sieht sie schon im Schlummerland. Was denkt sie denn? Was ist denn für ein ekliges Bier? Nie wieder werde ich das bestellen. Eberbräu sollte man den Ekelbräu umbenennen. Es scheint so, als ob das den maskulinen Gaumen eher freut als den femininen. So scheint mir die Rezeption der Gäste dieses Bieres. Ich kann mal hier hingehen und hier wird gekocht. In knappem Outfit. Entschuldigt, aber ich muss mich ums Essen kümmern. Oh, wir wollten nicht stören. Etwas Maguswurzel hier, eine Prise Katzenzunge dort. Und noch ein wenig Lobusblüten. Ha, das wird ein feines Mahl. Katzenzunge. Eine Menge Bücher von Chefkoch Jan P. Keine Ahnung. Ich kenne nur Olli P. Ha! Sodele. Dann gehen wir mal in den Keller. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Keine Ahnung, was er da macht. Hier sind jede Menge Bücher über verschiedene Arten von Lebensmitteln. Es gibt nur ein relevantes Lebensmittel und das ist Blut. Asuka wieder on point. Er ist wieder die One-Liner, ich hab sie vermisst. Also wer nicht. Ja, sprechen wir doch mal mehr hier mit dem Guten. Auch hier ist wieder Essen aufgetischt, das keiner isst. Es ist einfach so, also die Lebensmittelverwertung hier in dieser Welt von Vampire's Dawn ist wirklich Grotte. Also da wird ja wirklich alles weggeschmissen. Und warum haben die zwei Küchen, wenn die drei Gäste haben? Ihr seht schon kräftig aus. Seid ihr zufällig Söldner? Nein, eigentlich nicht. Oder eben nicht. Naja, seit sie ihr Quartier im Norden aufgeschlagen haben, kommen regelmäßig von denen ein paar hierher. Ihr Quartier? Ja, ein Stück nördlich von hier, im Wald versteckt. Am besten umrundet ihr östlich die Wüste. Danke für die Auskunft, also. Sind nette Kerle, solange man das nötige Kleingeld hat. Okay. Schön. Gedanken lesen. So, jetzt muss ich mich aber endlich mal um die Vorräte kümmern. Wo ist die Hefe für das Bier? Ach, hier wird noch selbst gebraut. Ach, Mensch, das Eberbier wird selbst gebraut. Natürlich ist die Brauerei. Ha, oh, schon eine deftige Brotzeit. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die verbotene Blutrose. Lies mal vor, klingt interessant. Ja, lies mal ein 300-seitiges Buch vor. Asuka, wir haben ein bisschen was vor hier. Haben wir es gerade mal auf die Uhr geguckt. Die Blutrose hat ihren Namen daher, dass sie auf mysteriöse Weise nur mit ausreichend Blut wächst. Normales Wasser führt dazu, dass die Blutrose verwelkt. Dies macht diese Pflanze umso seltener. Wenn ihre Blätter in Wasser gekocht, so verfärbt sich dieses tiefrot. Ein Tee daraus führt zu Halluzinationen und schweren Lähmungen. Das bereits bei sehr geringer Konzentration. So ordentliches Drogenkraut hier. Da wird die Blutrose oft verwendet, um Gifte herzustellen. Eine Pflanze, die Blut statt Wasser zum Wachsen braucht? Sehr merkwürdig. Asuka so geil! Aber ich meine, was ist das gesamte Buch jetzt? Ist das jetzt so? Ist das ein Buch, wo jeder Buchstabe auf einer einzelnen Seite steht? Mal ein bisschen umblättern hier. Zack. Ist es Mozart?
Moment, das ist doch so ein Bild. Es gibt doch so ein Bild, wo so ein Typ zusammengesetzt ist aus Obststücken. Oder irgendwie so Früchten, so Gemüse und sowas. Ist es das? Ich hab's eingeblendet, was ich meine. Und zwar hier unten drunter. Damit ihr es mal seht, was ich meine. Okay. Also hier muss doch irgendein Item sein, ne? Nein, natürlich nicht. Es tut mir so leid, Freunde. So, und jetzt schnell, bevor er mir den Weg abschneidet. Ja, zack. Hoch geht's. Die Kneipe. Ich finde das auch mit der Soundkulisse ganz gut gemacht, ne? Also man hat jetzt so ein bisschen so dieses... Die Musik wird leiser, dafür sind die Soundeffekte ein bisschen lauter. Ist das hier Stan? Viele Leute besitzen große Hunde, die ihre Besitzer beschützen. Man sollte vorsichtig sein, welchen Stadtbewohnern man Schaden zufügt. Naja, große Hunde, also ich meine jetzt mal, guck hier mal diesen Pfiffi an, ja wie niedlich ist der denn? Das ist ja kein großer Hund. Meine Güte, das ist wirklich ein böser Hund. Nichts, womit wir nicht fertig werden würden. Das ist doch mein lieber, guck hier, bitte Mama. Ja, super. Dann, ihn. Faril. Hey, wusste schon, dass es in der Wüste bei Schloss Saras eine Stadt gibt, in der die Leute einer Witzfigur huldigen. Hey, ihr Gott sieht aus wie ein echtes Waschweib. Welchen Gott betet sie denn an? Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle sieht er wirklich extrem dumm aus. So, so. Hä? Gedanken lesen. Hm, wo habe ich nur wieder meinen Geldbeutel hingelegt? Vielleicht unter dem Bett? Ja, verdammt, ich sollte mal mein Gedächtnis trainieren. Faril! So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Wusstet ihr schon, dass es in der Wüste bei Schloss Saras eine Stadt gibt, in der die Leute einer Witzfigur huldigen? Okay, verstehen. Okidoki. Also unterm Bett. Was haben wir denn hier? Einen netten kleinen Geldbeutel. 200 Fila. Sorry, es war zu laut. Ja. Bork. Nee, ich habe keinen Bock, die umzufunktionieren. Was ist mit ihr? China. Hey, ihr da, was macht ihr hier drin? Das ist kein öffentliches Museum hier. Wir wollten nur fragen, ob wir irgendwie helfen können. Ja, indem er verschwindet. Kann man nicht mal friedlich in seinem Haus wohnen, ohne dass ständig irgendwelche Fremden einfach hereinkommen? Ja, dann bist du in einem RPG falsch aufgehoben. Wirklich sehr gastfreundlich. Gastfreundlich, wir sind ja keine Gaststätte für rastlose Wanderer. Lass uns lieber gehen. Was ist das denn schon wieder? Da kommen schon wieder irgendwelche seltsam aussehenden Fremden einfach hier reinspaziert. Sollten anfangen, die Haustür abzuschließen. Auch hier wird wieder dunkle Schatten gelesen. Ein wahrer Klassiker. Ja, Malik, so Self-High-Five. Muss sein. Ja, das Thema ist, ja, Hund, die jetzt beruhigt dich doch. Da unten gibt's eine Katze und auch hier wieder, das Essen ist aufgetischt. Es ist noch nicht gegessen. Sogar Suppe gibt's. Das sieht aus wie eine Erbsensuppe. Ich habe heute, es ist der 15.11., ne? Ich habe heute Erbsensuppe gemacht, Erbseneintopf. Selbst... es war sehr schmackhaft. Es ist mir gut gelungen, finde ich. Meine Kochkünste entwickeln sich stetig. Es ist so mein liebstes Quarantäne-Hobby, zu kochen inzwischen. Ne? Also frisch zu kochen jetzt hier beim zweiten Lockdown. Was gibt's Besseres? Schön hier kulinarisch sich einen nach dem anderen zu machen. So Haute Cuisine wie Erbsensuppe natürlich hier bei mir zu Hause. Oh, hallo ihr da. Hallo du da. Na, brauchst du irgendwie Hilfe? Aber ich mich wundert, dass ihr unten seid. Haben euch meine Eltern nicht aufgehalten? Sie sind Fremden nicht gerade aufgeschlossen gegenüber. Haben wir gemerkt. Wie auch immer, wenn ihr Geld braucht, dann sprecht mal mit Jakob. Er hat ein Problem mit seinen Schafen und braucht sicher ein paar fähige Männer und Frauen. Danke für den Tipp. Klar, kein Problem. Die ist aber lieb, nicht so wie die Eltern. Oh, wie soll ich nur einen Freund finden, wenn sich meine Eltern mit mir jemandem ausgehen lassen? Verdammt, ich wünschte, sie wären manchmal nicht so misstrauisch gegenüber Fremden. Ich könnte dich auch zum Vampir verwandeln, dann wärst du ein Vampir und halt nicht mehr ein Mensch. Und dann könntest du vielleicht vampirmäßig daten, aber das will ich ja nicht. Nee, da geht ja meine Menschlichkeit verloren. Aber wäre eine Option, überleg mal. Also lass dir mal meine ICQ-Nummer hier. Dann kannst du mir ja schreiben. Aha, ist das hier eine zweite? Aha, verstehe. Also, jetzt bin ich wieder in Syras.
Syrahas. Also ich habe jetzt nicht wirklich den Dude gefunden, den Sargmacher. War ich hier schon drin? Nein? Schön mal ausrauben hier. Heilfiole erhalten. Also ich meine, für eine Schatztruhe, da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht hier. Das kann man auch hier in so einem Vorratsschrank deponieren. In einer Schatztruhe würde ich was Wertvolles deponieren irgendwie. Oh mein Gott. Bäh, ich hasse weinende Babys. Aber nicht weinende Babys sind okay. Kann man Gedanken lesen? Das wäre nicht verkehrt. Hey, das nächste Mal anklopfen, ja? Oh, Entschuldigung. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir vielleicht irgendwie behilflich sein können. Behilflich. Wenn ihr diesen kleinen Schreier zum Schwein bringen könntet, wäre das schon ein Anfang. Also das ist doch kein Problem. Ich bringe regelmäßig Leute zum Schweigen. Stopp! So war das bestimmt nicht gemeint, Asghar. Natürlich hat meine Frau wieder Besseres zu tun, aber gut. Also was ist nun? Wollt ihr mir helfen? Schauen wir doch mal. Na, viel Glück. Also waren da irgendwelche Vorschläge? Mit ihm reden! Na dann fang mal an, du Meister der Babysprache. Ich mach das zur Seite. Da bin ich ja mal gespannt. Elaine weiß das. Gucci, Gucci, Gu. Du Knuddelwuddel! Also mir wird davon schlecht. Lass sie doch mal machen. Knuffi, Duffi! Gleich bringt er sich um und ich mich auch. Das wäre aber sicher vernünftig. Schlaf ein, mein Kind. Das hat wohl nichts gebracht. Schwieriger als ich dachte. Gibt's jetzt eine richtige Kombination oder was zum Spielen geben? Ja, genau, der Kleine kann ruhig ein wenig mit meinem Säbel spielen. Ja, Asghar, genau das ist gemeint. Was bist du nur für ein ungehobelter Fiesling, Asghar? Ich hätte mich gefreut, als Kind mit Säbel spielen zu dürfen. Ja, Asghar. Ja, ja. Ein Blühspiel oder sowas wäre nicht schlecht. Haben wir aber leider nicht. Ja, finden wir doch. Du, jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann das Kind mit dem Schlafmittel betäuben, aber ich glaube, das tut meiner Menschlichkeit nicht wirklich ganz so gut. Gedanken lesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir den kleinen Racker niemals angeschafft. Okay, ich brauche einen Teddybär. Wo geht denn jetzt ein Teddybär her? Dieses Soundsample spielt noch. Das verfolgt mich bis ans Ende meiner Tage. So. Was ist das denn für ein riesiges Haus? Das ist die Taverne. Taverne, Taverne. Hier war ich schon drin, ne? Ja, hier ist es Katzen. Menschen, Gedöns. So. Shop? War ich auch schon drin, aber vielleicht hat er jetzt einen Teddybär. Das ist... Vielleicht hat er jetzt neuerdings ein Teddybär im Sortiment. Nein, natürlich nicht. Ah, ich brauche diesen Teddybär. Ich muss mir sagen, wo dieser Teddybär ist, damit ich ihn mir unter den Nagel reißen kann. Autsch! Verdammt, was war das? Erwischt, würde ich mal sagen. Los, hinterher. Wo ist der lang? Sicherlich aus der Stadt raus, nichts wie hinterher. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur mal eben eine freundliche Konversation mit ihm führen. Kann ich irgendeinen der NPCs zum Teddybären umwandeln? Da vorne ist der verdammte Dieb hinterher. Den erwischen wir. Langsam ohne Sonnenmäntel sollten wir auf keinen Fall in die Wüste. Verdammt, dann entkommt er. Ja, Moment. Ich hab doch alles dabei. Ja, wie doch. Hier, guck mal. Aha, hinterher. Gleich haben wir ihn. Das ist eine gute Idee. Das sind irgendwie Gegner. Na, ich gehe mal hinterher. Ja, das ist aber jetzt hier so wieder so kritisch. Aha, da ist er. Da war er, Walner, du bist zu langsam. Ja, jetzt laber doch eine Dreiviertelstunde. Keine Zeit zum Streiten hinterher, sonst entkommt er.
Nein? Erstmal diese Schatztruhe. Speichersteine halten. Hey, wie kommt der denn hinter mich? Er mag wirklich mich auf die falsche Fährte bringen. Ich glaube, da war er schon wieder. Ich glaube, es gibt einfach mehrere Diebe. So Spartakus-mäßig. Da-da-da. Wo rennt er denn nur hin? Sieht nicht gerade danach aus, als würde er eine bestimmte Route verfolgen. Der will mich einfach nur verwirren. Oder er ist selbst komplett verloren. Wenn wir ihm nur irgendwie den Weg abschneiden könnten. Haben wir dich! Nein! Verdammt, er ist weg! Da war eine Geheimtür, die lässt sich sicherlich irgendwie öffnen. Ich bring ihn um! Ganz ruhig, Aska. Wir kriegen ihn noch. Seht ihr irgendwas? Hier unten ist irgendwas. Eine kleine Einkerbung, zu klein, um meinen Finger reinzubekommen. Na toll, jetzt müssen wir auch noch etwas suchen, das da reinpassen könnte. Wenn wir eine Art Stock oder so finden würden, heißt das noch lange nicht, dass das die Geheimtür öffnen wird. Was sollen wir denn deiner Meinung nach sonst machen? Dann haltet mal schön auch so nach einem schmalen Stock oder ähnlichem. Na, 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 na. Die Musik ist mir jetzt ein bisschen zu dangerous für ich suche munter nach einem Stock. So, auf jeden Fall evil.midi. Ich hoffe, dass das Teil ist irgendwie entsprechend gekennzeichnet, sodass man das auf den ersten Blick entdeckt. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Map, wo man sich wirklich grausam verlaufen kann. Vermutlich habe ich gleich irgendwie den Stock gefunden, aber habe überhaupt keine Ahnung, wo es jetzt sonst so hingeht. Schön finde ich, dass es hier keine Zufallskämpfe gibt oder keine Gegner insgesamt. Die muntere Suche nach einem Stock. Aha, was haben wir hier? Speicherstein. Na denn. Aha, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Kaktus. Na, so ein Glück, hier liegt ein geeigneter Stock. Langen Stock erhalten. Na schön. Aber ihr wisst, bevor ich mich jetzt hier damit beschäftige. Naja gut, also ich nehme mal an, wenn ich den Dieb gefunden habe, kann ich möglicherweise immer noch etwas weiter erforschen. So, ich hoffe, ich finde es jetzt auf Anhieb. Ja, das sieht richtig aus. Hier. Okay, probieren wir es mal. Perfekt. Ganz hinten in der Einkerbung war ein Schalter. Aha. Teleporter. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Nett hier. Fehlen nur noch die kleinen püscheligen Häschen mit kleinen rosa Schleifchen, was? Spar dir den Sarkasmus, Aska. Lass uns lieber nach dem Dieb Ausschau halten. Ein bisschen angeln hier können wir mal. Hier ist eine Elras-Kiste. Und ein Gegner. Oh, Feinde lauern euch auf. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich noch gut genug bin. 30 immerhin. 25! Nee, also diese Pflanze hat auch kein Blut. Das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Oh, Elaine kriegt ganz schön einen übergebraten. Ja, also diese Viecher sind ein ganz gutes Kaliber, muss man sagen. Pollen? Oh, ich verstehe. Ja. Zack. Elaine ist da immun gegen. Elaine hat so gut auf dem Bett geschlafen. Auch hier nochmal der Hinweis, also den glaube ich, genau, Sorate gegeben hat. Aska, Walner und Elaine hatten auch in ihrem Haus in Krenna kein Bett, kein Sarg, sondern zwei Betten. Da die spannende Frage, warum sie sich da so beschwert haben darüber. Nach wie vor ist Elaine diejenige, die am stärksten reinhaut. Walners Pose immer so. Also Aska sieht einfach so aus, als würde er für eine Statue posieren. Elaine hat irgendwie noch nicht begriffen, dass es vorbei ist und er immer...
passt überhaupt nicht zum Charakter, diese Pose von Wallner. Weil Wallner jetzt irgendwie erwähnt, dass er sich einfach entspannt. Also ich muss jetzt irgendwie diesen blauen Teleporter scheinbar suchen, um zu dieser Kiste zu gelangen. Erstmal nehme ich diese Kiste hier mit. Vampirsteine halten. Was haben wir denn da Schönes? Gegenstand Vampirstein. Halt die gesamte Gruppe komplett. Also sowas wie ein Turbo-Elixier aus Final Fantasy ist jetzt hier dieser Vampirstein. Ich erinnere mich aus dem ersten Teil. Nee. Moment. Ah, guck ein paar Heilbalsamasasa. Ich habe mich über den Plural schon ausgelassen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt so weit vorbereitet, dass wir diese Pflanze auch besiegen können. Ich würde sagen, den Kampf habt ihr schon gesehen, den überspringe ich. Auch dieses Vieh explodiert. Wir haben ganze Arbeit geleistet, genau, da komme ich her. Unsere Vampire haben es einigermaßen gut überstanden jetzt hier, diesen Kampf. Und ja, hier haben wir ist ja schön bepflanzt hier. Ich muss übrigens sagen, ne? Ich habe ja mich des Öfteren darüber auch ausgelassen, dass ich einen sogenannten braunen Daumen habe. Das ist nichts Versautes, sondern das hat damit zu tun, dass ich es nicht geschafft habe, Pflanzen in einem vernünftigen Maße großzuziehen, sodass sie nicht sterben. Ich habe ein Update, ich habe es inzwischen scheinbar irgendwie geschafft. Also zwei größere Pflanzen sind mir eingegangen, aber eine Menge anderer Pflanzen haben sich positiv entwickelt und tatsächlich musste ich jetzt eine Pflanze mal umtopfen. Dietrich erhalten. Da war doch was, oder? Es gab doch eine Kiste in dieser einen Höhle, die war versperrt. Und die kann ich mit dem Dietrich dann hoffentlich jetzt aufmachen. Genau, aber meine Pflänzchen wachsen und gedeihen. Ich musste eine umtopfen, weil sie Wurzeln geschlagen hat und der Topf zu klein wurde. Und die blüht jetzt und es sieht wirklich wunderbar aus. Ich bin richtig überzeugt. Ach, warte mal. Ha, ich habe eine Idee noch. Und zwar hier war ja noch ein Wasserfall irgendwo. Und zwar, ob man auch hinter den gehen kann. Nein, scheinbar nicht, schade. Ich dachte, ich könnte, also wenn es eine Geheimhöhle hinter einem Wasserfall gibt, gibt es bestimmt auch eine Geheimhöhle hinter dem zweiten. So war meine Vermutung, sie war falsch, es tut mir leid, ich habe eure Zeit verschwendet. Gucken wir doch mal auf den Aufgaben. Also der Söldnerwald, das Versteck der Söldner nördlich von Syras und Verhandeln. Jagd nach dem Dieb, den Dieb auf seiner Flucht. Der kleine Racker Syras ist jetzt auch schon wieder anders geschrieben. Also, ne, soll jetzt nicht hämisch klingen, aber ich würde Malix empfehlen, bei Vampire's Dawn 3 einfach mal eine Liste aus allen Namen zu machen, damit man gucken kann, wie man es geschrieben hat. Achso, bringe das Baby zum Schweigen. Welt Syras. Aha, da wird man es jetzt plötzlich mit AH geschrieben. Da soll man leveln. Solche Ursache für das Verschwinden der Schafe nördlich von Syras. Okay. Ich finde, das ist ein sehr gutes Feature. Ordentlich Quality of Life, dass man meine Nebenquests jetzt in einer übersichtlichen Übersicht hat. Oh, die Musik ist super peaceful. Das mag ich total. Der Wasserfall ist zwar ein bisschen laut, aber das ist okay. Bumm, macht es. Auch diese Gegner sind nicht mehr am Leben. Meine Party dafür umso mehr. Ein Heilbalsam opfer ich dem. 150 Erfahrungspunkte, das ist ganz gut. Aber es ist auch genau das, was diese Elras-Magier gebracht haben. Und die fand ich ein bisschen leichter zu besiegen. Keine Kritik, nur eine Feststellung. So, hier gibt es nichts Spannendes. Ah, ein bisschen fischen kann man hier. Ich weiß nicht, gibt es ein Fishing-Minigame? Das wäre mal was. Vampire Storm, the Fishing Simulator. Hier ist der nächste Gegner. Den versuche ich mal so ein bisschen zu umtänzeln. Naja, gut, komm. Wir nehmen ja alles mit. Ja, wir wollen ja jetzt nicht unterlevelt sein. Irgendwie scheinen sich diese Viecher auf Elaine zu fokussieren. Ich habe nämlich das Gefühl, ich heile immer nur sie. Vielleicht hat sie irgendetwas, was Pflanzen total verrückt macht. Krankheitsserum erhalten. Auch das in einer aufwendigen Truhe. Warum denn nicht? Hier scheint es irgendwie so einen Strom zu geben. Wenn das jetzt Final Fantasy 6 wäre, würde ich sagen, da muss ich mit einem Floß lang, aber sieht wohl nicht so aus. Genau. Ich frage mich gerade, wo auf der Weltkarte ich mich befinde.
Ja, ansonsten, ja, ich würde mal sagen, wir rennen hier. Was haben wir? Nestor! Mestor! Ist das das Dorf der Söldner? Verflucht, jede Menge Wachen. Der Dieb muss sich aber hier irgendwo versteckt haben. Irgendwelche Vorschläge, was wir jetzt machen sollen? Verdammte Jaina, wenn sie mir nicht alle Kräfte geraubt hätte, würde ich mit denen Kern einen kurzen Prozess machen. Verdammt! Jaina hat aber keine Schuld, sondern diese merkwürdigen Schattengeister. Jaina, was machst du nur? Oha! Es gibt eine erneute Konfrontation. So, ihr kümmerlichen kleinen Wichte. Ihr habt lange genug diese Welt mit eurer Existenz verpestet. Verflucht, Jaina. Was ist los mit dir? Warum tust du das? Jaina? Wer ist Jaina? Ach, du meinst diesen kleinen, niedlichen Körper hier. Du bist wahnsinnig geworden. Ich habe es schon immer geahnt. Nie habe ich dir vergeben, dass du Jona den Tod gebracht hast. Belangloses Geschwätz. Bald werde ich alle Steintafeln in meinem Besitz haben. Doch werdet ihr das nicht mehr erleben. Jaina! Verdammte Schwester! Oh, ausgewichen! Nicht einmal das kann dir noch helfen. Verdammte Hexe, wir werden dich vernichten. Mich vernichten? Wie willst du das denn anstellen? Diese Schlacht haben wir vielleicht verloren, aber den Krieg werden wir gewinnen. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr nun für immer schweigt. Wartet! Oh, der alte Mann kann ja auch reden. Ich dachte schon, er wäre da hinten schon am Verwesen. Es lässt sich sicherlich eine vernünftige Lösung finden. Nicht einmal jetzt erkennt ihr, dass es endgültig vorbei ist, oder? Wir haben jede Menge Reichtum in unserem Clan. Lasst uns leben und nehmt unser gesamtes Gold. Gold? Gold? Wollt ihr mich veralbern, alter Mann? Beschert mich euer Gold. Ich will die Steintafeln. Dafür braucht ihr uns doch nicht zu töten. Nehmt sie und lasst uns gehen. Nein, ich will euch lieber verbluten sehen. Dann kann ich mir die Steintafel ganz gemütlich an mich reißen. Ist das Raron? Oh! Ah, Raron, du kommst spät. Das ist ja interessant. Jetzt auch mit animierten oder nicht animierten, gemalten Zwischensequenzen. So wie ich das hier sehe, komme ich gerade rechtzeitig. Moment mal. Dieses Amulett. Oh, sie hat eine Lanze. Oh, Asmos, nein! Asmos! Verdammt! Treffer! Wartet, nehmt dies. Was ist das? Oh, ein Teleportstein. Was ist passiert? Ich habe uns mit einem Teleportstein in Sicherheit gebracht. Vorerst. Asmos! Es sieht nicht gut aus. Eine tiefe Wunde. Halt aus! Wir bringen dich zu einem Arzt. Nur, wo ist einer? Teleportsteine lösen sich nach einmaligem Gebrauch auf. Das war der einzige, den ich bei mir hatte. Für Situationen wie diese. Wir sind in dem Wald nördlich von Burgiola. Wir müssen uns durch den Wald schlagen und dann das Schiff in der Küste erreichen. Es ist ein Schiff des Heiligen Clans und an Bord befindet sich ein heilkundiger Seemann. Er kann Asmos hoffentlich so lange versorgen, bis wir zu einem richtigen Heiler kommen. Dann beeilen wir uns. Ich werde mich um Asmos kümmern, wenn wir auf Gegner treffen. Vertraue euren Fähigkeiten, um uns hier rauszubringen. Natürlich, Sir Aaron. Ich bin bereit. Ich hoffe, diese Heilmittel hier reichen. Mehr habe ich nicht dabei. 5 Heilflaschen erhalten. 3 Trank der Ewigkeit erhalten. Und hier, kann ich speichern? Und ich würde sagen, ja, ich weiß, es war eine etwas kürzere Folge, so roundabout 40 Minuten. Das ist ein guter Zeitpunkt, um hier zu unterbrechen. In der Folge ist gar nicht so hyper viel passiert, aber am Ende dann relativ viel. Das Ende war schon recht Heavy Metal, ne? Also die Konfrontation von Nyria und Jaina, wo die alten Emotionen hochkochen, dass ja, also Asmos Gleier richtig stark verwundet, ne? Also auf der Schwelle des Sterbens befindet er sich. Können wir ihn retten? Das ist eine spannende Frage, die wir in Folge 13 hoffentlich ergründen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like oder Abonnement freuen.
Und dann sehen wir uns gerne zu Folge 13 und Vampire Stone 2. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.